Also zu meiner eigenen Leistung erstmal bin ich natürlich nicht ganz zufrieden. Das war nicht so der Weltcup-Auftakt, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ich wäre gerne eigentlich um einiges besser gestartet. Aber es war es auch nicht ganz einfach jetzt hier am Wochenende. Das waren schwierige Bedingungen. Aber ja, jetzt zählt das mal das Abhaken, das ordentlich verarbeiten und auf die nächste Weltcup-Probe rein. Die 17 Hammer, das ist traditionell eigentlich nicht so wenig wie hier. Das ist eine Sache, wo man sagt, da wird sich vielleicht ein richtiges und realistischeres Leistungsbild abzeigen, als das hier der Fall war? Also im Springen denke ich auf jeden Fall. Also da muss ich um einiges persönlich auch um einiges mehr angreifen, um eigentlich auch meinen wahren Leistungsstand da zu zeigen. Und das war auf keinen Fall so, wie das Wochenende jetzt das gezeigt hat. Und im Läuferischen hoffe ich natürlich, dass es in Lillehammer da dann auch noch ein bisschen besser läuft. Weil heute war ich, denke ich, auch nicht ganz zufrieden mit dem Rennen. Bist du aus der Weltmeisterschaft?